Hallo liebe Kinder, wegen der Corona-Pandemie kann der Spielbus momentan nicht fahren. Der Spielbus bleibt also hier zu Hause, wie auch ihr zu Hause bleiben sollt. Und ich kann nicht mit dem Spielbus zu euch kommen. Das finde ich persönlich sehr traurig, ihr wahrscheinlich auch. Ich freue mich schon, euch alle wiederzusehen, aber bis dahin haben wir uns was anderes überlegt. Wir machen jetzt einfach regelmäßig kleine Filme und stellen die auf unsere Internetseite, damit ihr Tipps von uns kriegen könnt, was ihr in der spielbusfreien Zeit alles machen könnt, sinnvolle Betätigung, ohne dass ihr gegen irgendwelche Verbote verstoßen müsst. Heute zeige ich euch in kleinen Schritten, wie man jonglieren lernt. Jonglieren ist ja auch immer wieder ein Thema beim Spielbus. Manchmal haben wir Zirkus als Jahresthema und da ist es dann auch schön, wenn die Kinder schon jonglieren können. Zum Jonglieren braucht ihr nicht viel Platz. Ihr könnt es auch bei euch zu Hause im Kinderzimmer machen, wenn eure Eltern das erlauben und ihr nicht so viel Zeug rumstehen habt, was dabei kaputt gehen kann. Ihr könnt aber auch in den Park gehen, also spazieren gehen und in den Park gehen oder das im Garten ausprobieren, wenn ihr einen habt, oder im Hof. Und man braucht auch gar nicht viel dazu. Man braucht keine professionellen Jonglierbälle, wie ich sie habe. Man kann auch mit zusammengerollten Socken jonglieren, mit vertrockneten Mandarinen, mit Tennisbällen, mit allem Möglichen. Wir fangen mit einem Ball an. Der Ball wird aus dem Handgelenk herausgeworfen und von der Höhe her fliegt der Ball ungefähr so hoch, wie die Augen sind. Ich sage auch immer, so hoch wie ein Eselsohr, weil bis ans Eselsohr soll der Ball dann auch immer fliegen. Das Werfen ist immer wichtiger als das Fangen. Wenn es nicht gleich klappt, einfach nochmal probieren. Wichtig ist, aus dem Handgelenk herauszuwerfen. Nicht den ganzen Arm nach oben schmeißen, nur den Ball aus dem Handgelenk, weil der Ball kommt ganz sicher von alleine wieder runter, ich verspreche es euch. Jetzt funktioniert es schon ganz gut. Na dann wechseln wir einfach die Hände ab. Ich habe jetzt immer mit der linken Hand geworfen. Die linke Hand ist meine gute Hand, ich bin nämlich Linkshänder. Bei euch ist es wahrscheinlich andersrum. Jetzt kommt der Ball in die nicht so gute Hand, bei mir die rechte Hand. Und wieder das Hochschnellen, das geht schon viel schwerer. Da kann der Ball auch schon mal wieder runterfallen. Macht nichts, einfach aufheben und nochmal probieren. Dann zeige ich euch jetzt, wie der Ball beim richtigen Jonglieren fliegt. Dazu nehme ich wieder meine drei Bälle. Und ihr schaut jetzt ganz genau den rosa Ball an. Was macht dieser rosa Ball? Wie fliegt er? Was machen meine Hände? Wie hoch fliegt dieser rosa Ball? Habt ihr genau aufgepasst? Der rosa Ball fliegt auf einer Bahn, die einer liegenden 8, einem Unendlichkeitszeichen, entspricht. Ich halte den Ball außen, links außen, trage ihn bis zur Mitte, dann schnelle ich nach oben, bis er nach oben an das Eselsohr kommt. Der Ball fällt nach unten in meine Hand, die rechts außen ist. Dann trage ich ihn wieder zur Mitte, schnelle ihn nach oben, von einem Eselsohr zum anderen. Und ganz wichtig dabei wieder, die Hände bleiben unten. Man kann auch so jonglieren, aber es ist viel schwieriger. Also Hände schön unten bis zu den Eselsohren. Wenn es euch jetzt zu langweilig wird, könnt ihr auch mal versuchen, unter dem Bein durchzuwerfen. Dabei ist es wichtig, den Ball ganz unter dem Bein durchzutragen und dann zu werfen, aber nach oben. Nicht in die andere Hand, sondern nach oben. Und dann erst kann man ihn wieder fangen. Wenn wir es 20 Mal hintereinander von einer Hand in die andere geschafft haben, mit zwei Bällen weiter üben. Und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.